Okay, Leute, okay, Leute, okay, Leute. Es geht sofort los. Ich bin gerade erst gejoint und mir wurde gesagt, dass ich angegriffen werde. Dass die Legendary zusammen mit, ich weiß gar nicht, welcher Tribe da noch dabei ist, mit irgendjemandem, mit aber auch nur einem Spieler von noch einem anderen Tribe, jetzt gerade vorbeigucken wollen. Das heißt, wir machen uns ready und machen uns auf das Schlimmste gefasst jetzt, Leute. So, hier müssten die ja dann kommen. Ich bin wirklich, also ich habe ein bisschen Schiss natürlich, weil ich nicht weiß, ob meine Base das Ganze hier aushalten kann. Wir kriegen mit, dass die angreifen, wenn der Plesio da unten Spackos macht. Den haben wir ja letzte Folge auf neutral gepackt. Der Rest ist noch auf passiv. Die Softboxen sehe ich hier unten noch echt wenig. Das ist brutalst. Aber gut, das ist halt die Strafe dafür, beziehungsweise das, was man zahlen muss, um in so einer Cave bauen zu können. Also die Angreifer sind Boys, die auch in einer Cave bauen. Ich werde jetzt mal die Armbrust nochmal schnell zurücktun. Die meinten, die warten gerade noch die Nacht ab, weil sie nicht sehen. Heißt, ich habe noch ein, zwei Sekündchen Zeit. So, die Armbrust kommt kurz, ganz schnell hier rein, dass falls ich sterbe, ich hier mir Backup holen kann. Und ansonsten würde ich sagen, können sie kommen. Sie können wirklich kommen. Also die Boys, wie gesagt, die bauen in einer anderen Unterwasserhöhle. Heißt, die haben dementsprechend auch gute Wassermontur. Wahrscheinlich nehme ich einmal auch ein Plesio oder Moser auf dem Turret sind. Mit einem Moser kommen sie in die Höhle meines Wissens nach gar nicht erst rein. Dafür ist die zu eng. Aber ein Plesio mit Turrets oder Pflanzen drauf wird mir schon echt Probleme bereiten, weil ich dann halt hier nicht mehr snipen kann. Also sobald sie dann hinter dem Metalltor sind, klar habe ich dann wieder eine Chance, weil ich dann eben außerhalb der Reichweite bin. Aber ich kann dann halt, wenn sie jetzt hier Pflanzen drauf haben, nicht von hier oben deffen. Und das wäre halt ärgerlich, weil die Verteidigungsstrategie von hier oben wäre, warten bis sie kommen und dann mit dem Raketenwerfer vom Dino runterböllern. Hey, es kann sein, dass die Wasserleitungen die Pflanzen halt beim Schießen jetzt stören. Ich brauche sie ja eigentlich eh nicht, ne? Ich demolish das Ganze mal, weil es ist mir gerade jetzt so aufgefallen, wo der Plesio ist draußen, die sind da, sie sind da, sie sind da, sie sind da. Oh je, die sind da, die sind da. Der Plesio. Oh je, Leute. Oh shit. Oh shit. Nein. Alles klar. Alles klar, die rasieren richtig, glaube ich. Die rasieren mich einfach um. Was kommen Sharks? Oh je. Nice, Alter. Jetzt sehen wir auf jeden Fall mal, ob die Base für ein Raid, ob die standhalten kann oder nicht. Das Ding ist halt, dass die auch in einer Cave bauen. Und deswegen haben die halt so oder so auch übelst starke Wasserviecher, ne? Das ist natürlich nice. Okay, die Pflanzen böllern. Turrets auch. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich glaube, die haben nur kurz durchgeguckt. Das Turret zeigt nämlich genau in die Richtung. Das ist genau der Eingang. Die haben nur kurz durchgeguckt. Okay, okay. Da müsste die Pflanze da vorne am Gate eigentlich auch geböllert haben. Da ist der Moser. Da ist der Moser, Alter. Zum Glück kann der hier nicht rein. Also Adrian hat mir gesagt, der kann hier nicht rein. Ich weiß nicht, ob er hier nicht rein kann, aber ich hoffe es jetzt einfach. Wäre blöd, wenn doch, ne? Ich habe irgendwie Schiss. Ich müsste jetzt mal einen Granatentest machen, ob die unter Wasser explodieren. Ich habe nämlich irgendwie Schiss, dass die dann mit einem Battle... nice, funktioniert. Mit einem Battle-Plesio jetzt kommen. Also Plesio mit Pflanzen drauf. Und den müssten wir halt dann mit den Nades... Wartet mal. Das war nur wasserhaltig, das sah gerade so aus wie ein Zerstörungseffekt. Da müsste ich dann nämlich eben mit Nades, da habe ich glaube ich nicht alle mitgenommen, ne? Nee, genau. Den einfach über die Mauer, weil ich nehme an, wenn die so ein Battle Plesio haben, kann ich da nicht raus. Also dann kann ich mich nicht da oben blicken lassen. Und da müsste ich eben über die Mauer mit Granaten werfen. Und deswegen packe ich mal einfach noch ein paar mehr ein. Das ist glaube ich dann gar nicht mal so verkehrt. Verkehrt und flixt und zugenäht. Guckt euch meine Tarnung an, Leute. Tarnung ist alles, Jungs. Tarnung ist alles, sag ich euch. Ja, Leute, herzlichen Glückwunsch. Ich bin gerade aus dem Spiel getappt, wollte wieder reintappen, hatte die Granate in der Hand und habe mir hier einfach alles weggesprengt. Ich habe mir einfach selber alles weggesprengt, Leute. Das ist das GG. Ja gut, Leute, damit hatte ich das Deffen hier auch definitiv erledigt. Heißt, die werden jetzt kommen. Ich werde mit dem Raketenwerfer draufballern und sofort wegrennen. Alter, scheiße, ey. Was eine Kacknummer. Als ob ich jetzt einfach meine, och Junge, never ever. Dann nehmen wir wenigstens die Moneten mit. Ja, Alter, genau, als ob. Als ob, als ob. Ist es wirklich nicht wahr, oder? Was ein Scheiß, ey, meine einzige Def ist jetzt wirklich hier der Raketenwerfer. Da, also ich bin quasi die Defense hier. Die haben jetzt so leichtes Spiel, weil die Hauptdefense liegt halt darin hier in dieser Map.
also was ist in dieser Map, in dieser Base Location, dass man hier diesen Bereich mit Turrets zuclustert und dass die gar nicht erst auftauchen können. Sobald sie halt hier einmal drauf sind, an Land gewonnen haben, ist das ein Kinderspiel, meine Base wegzuböllern, Alter. Richtig scheiße. Hier, Leute, da bewegt sich, glaube ich, was. Da bewegt sich was, ja. Ja, ja, ja. Da sind sie. Da sind sie und Schuss. Explodieren die nicht unter Wasser? WTF? Okay. Muss ich mir das wohl aufbewahren? Ich droppe mal eine Nade. Ich droppe mal eine Nade. Die sind auf jeden Fall auch Spinos am Start. Die sollte doch wohl hochgehen. Hä? Leute, eben die ist hochgegangen. Aber sicher. Sicher dort. Nice, da ist sie. Okay. Einfach mal noch eine. Man weiß ja nie. Okay, da waren sie auf jeden Fall mit einem Spino. Das gefällt mir persönlich jetzt eher nicht. Aber was soll ich tun? Oh je, Leute. Das kann mal was werden. Wenn das überhaupt was werden kann. Bin ich mir gerade ziemlich unsicher. Ich wechsle mal die Tür. Okay, sie sind aber auf jeden Fall da. Das kommt mal kurz weg. Dass ich hier Platz habe. Waren sie da wieder? Ich sehe gerade schlecht unter Wasser. Ich würde ungern da rein. Ich bin halt gerade neugierig. Ich will gucken, ob sie vor meinem Gate pimmeln oder was sie gerade machen. Aber ich kann... Oh, Leute, doch. Ich habe eine Idee. Wisst ihr noch? Kennt ihr noch die Ecke hier? Alter. Okay. Das gefällt mir tendenziell. Also das ist eine ganz schlechte Idee. Da schwimmt einer. Okay, von hier aus kann ich sie sehen. Von hier aus kann ich sie gut sehen, Leute. Warum habe ich da nicht früher dran gedacht? Wo sind die Spinos? Kann es sein, dass die in die Oberfläche gepoppt sind? Passiert ja manchmal. Okay, einer ist im Scuba-Gear. Einer ist im Scuba-Gear. Ich kann ihn halt jetzt nicht durch den Felsen abballern, ne? Da ist der Spino. Spino und Krokodil. Krokodil schwimmt hoch. Spino. Macht der einen Angriff? Macht der einen Angriff? Fährt der einen Angriff? Ich kann es nicht sagen. Ja, ich glaube, der Moserschwanz blockiert ihn gerade. Er wird gerne. Was macht das Krokodil? Okay, das haut ab. Warum auch immer. Richtig, richtig cool. Also für Season 4 werde ich gucken, dass ich mir vielleicht auch noch einen zum Mitaufnehmen, so einen Mitzocker, einen Kameraden mir ranholen werde. Dass ich halt ein bisschen vorankomme und nicht nur da allein die ganze Zeit den Spekuloris mache. Und was machen die? Dino geholt und Krokodil auf Follow. Machen sie jetzt Attacke? Sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, Boys, sie kommen. Granate. Ich habe sie gesehen. Granate. Okay. Nochmal kurz gucken. Sie stehen da. Ist er abgestiegen? Nee. Versucht er reinzukommen? Die haben auf jeden Fall... Sind die Spinos gezüchtet? Die haben dieselbe Farbe. Nee, der Kamm ist anders. Der ist da so leicht grün. Da ist er volle Pulle. Orange, okay. Und der Trick ist wirklich genial, Alter. Das macht die Höhle so OP. Er kommt rein. Sie kommen rein, sie kommen rein, sie kommen rein, sie kommen rein, sie kommen rein. Und Rakete. Feuern. Ich weiß nicht, ob sie gehittet hat. Keine Ahnung. Und wieder gucken gehen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Am besten unfair. Vielleicht auch. Okay, der kommt weiter durch. Der kommt weiter durch. Der kommt weiter durch. Ich sehe ihn aber nicht. Oh, shit. Ist er drin? Ja, der steht da im Tor. Der steht im Tor. Weiß nicht, ob ich ihn treffen kann. Ja, er ist drin. Ich böller. Ich böller richtig. Da ist er. Ah, fuck, er haut ab. Okay, okay. Okay, okay, okay. Ich sehe euch, Motherfuckers. Ich sehe euch. Kommt jetzt der andere? Den sehe ich jetzt nicht. Ah, doch, da. Die überlegen noch. Und der andere kommt, der andere kommt, der andere kommt, der andere kommt. Sein Kopf lunkt durch. Da war er. Da ist er. Eieiei, also wenn das noch was werden kann, Leute, das ist ja gerade richtig. Noch sind sie nicht drin. Trauen sich noch nicht richtig. Cheat. Cheat, cheat, cheat. Was machen die? Können ja schlecht irgendwie jetzt noch eine halbe Stunde vor der Base pimmeln.
Aber gut, so wie es aussieht, tun sie das dann wohl. Und ich werde dann wohl... Jetzt machen sie Attacke. Jetzt machen sie Attacke. Jetzt hau ich die... Jetzt versperre ich ihnen den Weg raus. Granate 1. Granate 2. Und das waren die ersten. Okay, die kamen echt scheiße. Die kamen richtig scheiße. Aber gut. So, einmal kurz Reload. Hab ich. Was machen die denn hier? Wo ist jetzt der andere Spino? Ach, der war noch drin. Lol. Wechseln die sich ab, oder? Jawohl, nächster kommt. Fuck, ich muss hier durch. Der ist unter mir. Der ist unter mir, der ist unter mir. Okay, falls er abhauen will. Nice. Nice. Nee, 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 nee. Okay, meine Pflanzen ballern, meine Pflanzen ballern. Pflanzen ballern und... Go! Nein, voll daneben. Voll daneben. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Ich muss das jetzt mal kurz abchecken. Ob die beide draußen sind. Ja, sind beide draußen. Okay. Spannend, Leute. Spannend, spannend, spannend. Okay, okay, die mobilisieren, die mobilisieren, die mobilisieren hart. Die mobilisieren richtig hart. Kommt da rein, Boys? Kommt da rein, kommt da raus? Nee. Habe ich was getroffen? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch gar nicht sagen. Okay, jetzt Granatendruck. Ich muss die länger halten. 1, 2, 3 und Butz. Und sie springt hoch. Und sie macht mein eigenes Ding wieder kaputt. Ich bin Granatenprofi heute. Heute bin ich mal Granatenprofi. Ballern, ballern. Ballern, ballern. Batz, 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 batz. Ich baller alles gegen die Wand einfach. Der Spino da ist gut. Und den anderen, den muss ich hier. Komm, komm, zack, zack, zack. Ist dumm, auf den Spino selbst zu gehen. Aber besser. Definitiv. Okay, Raketenwerfer raus, Raketenwerfer raus, Raketenwerfer raus. Der eine Spino haut wieder ab. Die müssen die Pflanzen down kriegen. Das ist deren Problem gerade, glaube ich. Und ist das ein Hit? Boah, ich weiß nicht, ob er daneben ging oder getroffen hat. Jetzt können wir mal durch die Wand schnell gucken, ob er blutig ist. Einmal kurz reloaden, bitte. Nee, die sehen beide noch ziemlich gesund aus. Scheiße. Die müssen versuchen, die beiden Pflanzen von mir zu zerstören. Das ist deren einziger Weg hier rein, ja. Dann haben sie nämlich da freie Fahrt quasi, können sich mit mir persönlich battlen und dann das Tor aufsprengen. Dann haben sie es quasi geschafft, wenn sie die beiden Pflanzen wegkriegen. Aber auf die müssen sie erstmal kommen. Ich weiß ja nicht, wie schlau die beiden sind oder wie doof. Und sie kommen wieder, sie kommen wieder, sie kommen wieder und batz, 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 kriegen sofort auf die Schnüsse. Zack, 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 zack. Der andere auch zack, 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 zack. Die denken vielleicht, das sind nur meine Pflanzen. Aber nein, der gute Shark Sobert. Der gute Shark Sobert gibt seinen Namen volle Ehre und ballert drauf und batz, Junge. Und sie haben die Pflanzen down. Sie haben die Pflanze down, sie haben die Pflanze down. Oh je, scheiße, scheiße. Nur noch eine Plant, nur noch eine Plant, nur noch eine Plant. Und sie wollen Abgang machen. Nix da mit mir. Und scheiße, daneben mein letzter Schuss. Der eine ist aber noch hier unter mir, oder? Ja, und batz, 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 batz. Dem drücke ich Damage. Dem drücke ich Damage. Nicer Scheiß. Oh mein Gott. Alter, aber die zwei Pflanzen da, die machen schon echt. Wo ist jetzt der andere Spino? Ist ein Spino noch drin, ne? Nee, sie hauen beide ab, oder was machen die? Was ist das da? Ein Spieler? Ach, er ist abgestiegen, wahrscheinlich. Hä? ETF. Und da ist noch ein Spieler. Und jetzt lootet er den wahrscheinlich. Oh, guck mal, Leute, was da kommt. Guckt mal, was da kommt. Boys are back. Zumindest einer ist back. Ich weiß nicht, was sie jetzt mit dem anderen Spinozki gemacht haben. Weil der eine ist auf jeden Fall jetzt hier wieder back to the root. Ich hätte... Ja, keine Ahnung. Ich kann nichts machen, außer hier warten und meine Magazine reindönern. Wobei ich die vielleicht sparen sollte, bis die Spieler zu Fuß reinkommen. Und was macht der da? Was macht der Spino da? Okay, hier kann ich ihn nicht mehr sehen. Ah, der versucht tiefer zu kommen. Ja, der Spino, der sinkt langsam. Alles klar, ich hoffe, der probiert jetzt nochmal reinzukommen. Ich glaube, die hätten keine Chance gehabt, wenn ich mir die Turrets da nicht weggeholt hätte, weil die waren auf Players Only. Also da wären sie wirklich mit zwei Spinos nicht sehr weit gekommen, sagen wir es mal so. Und er macht sich rein, er macht sich rein, er macht sich rein. Ist er drin? Er müsste, ne? Da hat gerade wieder was gewackelt, da wackelt's. Und batz. Er kriegt Instant Damage, batz. Ich schieße mal jetzt ein bisschen langsamer, damit ich das nicht so raushaue. Oh je. Und ich gehe hier mal hinter, weil der ist gerade, glaube ich, unter mir. Der könnte da einfach hochspringen. Quasi. Ist er überhaupt unter mir? Ist er das? Nee.
Sah aber so aus, der ist doch nicht rausgeschwommen, oder? Habe ich das einfach nur verpasst? Habe ich das verpasst, ne? So, Tür mal. Da ist er. Da ist er. Okay, ich lasse die Pflanze mal den Shit machen. Und drücke ihm nicht so viel rein. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass er nur die zerstören muss. Aber eigentlich müsste er das ja wohl gerafft kriegen, oder? Puh. Ohne ist es nicht. Spannend bleibt. Vor allem dann dauert der Raid einfach richtig lange. Weil die echt Probleme haben, hier vernünftig reinzukommen. Aber der muss es einfach durchziehen. Ich verstehe nicht, warum der immer rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus und nicht einfach schnell die Pflanze da zerstört. Der versucht ja irgendwie, mich hier oben zu catchen. Was einfach useless as fuck ist. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich vielleicht das Metal Gate aufmache, das große. Und hoffe, dass der da hochspringt und dann zumacht. Und der dann gecatcht ist und der ist wieder da, er ist wieder da, er ist wieder da. Was greift denn der da an, der Boy? Der muss hier gar nicht tackeln. Was will denn der? Ich glaube, der hat gar nicht so den Overview, wenn er hier in der Höhle ist. Und batz, dem drücke ich. Ich drücke ihm einfach dann immer 2-3 Damage rein. Ja, das ist nicht viel, einfach nur zum Abschrecken quasi. Dass ich wenigstens irgendwas mache. Alter, die könnten das schon ein bisschen, keine Ahnung, koordinierter machen. Aber ich meine, Höhle raiden ist halt wirklich, jetzt hat er es raus, jetzt hat er es raus. Ist halt wirklich nicht ohne. Okay. Okay, ab jetzt wird's übel. Ab jetzt wird's böse. Ab jetzt wird's richtig böse. Oh yes. Drauf. Shit. Shit, shit, shit. Okay. Und 1, 2, 3, 4, 5 und go. Nein. Und 1, 2, 3, 4, 5 und go. Scheiße. Was mache ich falsch beim Werfen? Was mache ich falsch? 1, 2, 3, 4 und ab die Post. Schade, ich habe damit gerechnet, dass er hochkommt. Okay, er macht wieder einen Upgank. Alles klar. Alles klar, alles klar. Jetzt müsste er eigentlich nur noch absteigen und mein Tor wegsprengen. Wo ist der andere? Wo zum Geier ist der andere? Da kommt er wieder, da kommt er wieder. Okay, der will mich. Oh. Er hat gerade hier irgendwas. Oh ja, er hat mein Generator gehittet. Jetzt kommen die Nades. Jetzt kommen die Nades und Batz. Komm schon. Und die muss durch die Tür. Scheiße. Die Granaten machen meine eigenen Strukturen wahrscheinlich noch kaputt am Ende, ne? Fuck it. Fuck it, fuck it. Ich könnte vielleicht mit der Plant X, wenn ich jetzt die Wände abreiße, wenn der Boy da weggeht. Ist da was? Scheiße, der macht mir dann nur Damage. Ich könnte die Wand abreißen, wenn der nochmal zurückgeht, damit die Plant X dann freie Ballerung hat. Der backt gerade durch die Tür. Ich muss den Spieler halt treffen, wenn dann, ne? Das ist halt das Problem. Hallo. Hallo. Andere Idee. Andere Idee. Ganz andere Idee, Leute. Richtige andere Idee. Jetzt geht's zum Metal Gate. Und das mache ich auf. Und dann ballern die Pflanzen von da volle Breitseite auf den Boy drauf. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich komplett kernbehindert. Okay, Attacke Plants. Ballern sie? Sie ballern. Sie ballern. Sie ballern. Der Move, Alter. Der Move. Gebt ihn euch. Und wieder zu. Einfach nur, dass er aufhört, dass er sich wieder zurückzieht. Okay, okay, so können wir es machen, Leute. So können wir... Oh, fuck. Alter, ist das übelste Death, Junge. Es ist ja richtig crazy. Okay, jetzt kennt er die Technik auch. Das ist die geheime Jutsu Ninjago-Technik quasi. Und jetzt überlege ich, dass ich hier die Wand wirklich abreiße. Und der Pflanze da freies Schuss gibt. Wobei die Pflanze auch nicht freies Schussfeld dann hat. So schlau ist das gar nicht. So schlau ist es gar nicht. So, und wo ist er da? Okay, er kommt wieder. Er kommt, er kommt, er kommt. Was will er tun? Batz. Er will sich von mir einen reindrücken lassen. Okay, nee, er will wieder hier hoch, er will wieder hier hoch. Okay, okay. Gate schließen. Sesam, schließe dich. Selbe Taktik, einfach nochmal. Fahren wir dasselbe. So. Hier wieder zu natürlich, ne, damit das nicht schief geht hier. Und dann, oh, ihr wisst ja. Oh, Leute, guck mal, was ich auch nochmal benutzen könnte. Habe ich noch gar nicht benutzt, was ich auch benutzen könnte. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Vorm Gate, vorm Gate, vorm Gate, vorm Gate. Er ist zu Fuß. Und Sesam, öffne dich.
Pflanzen ballert. Versteckt sich, glaube ich, hinterm Gate. Okay, dann kann ich ihn von hier aus wegwölzen. Ich hätte einfach schießen sollen gerade. Und?